Dieses Video ist entstanden im Rahmen einer Kooperation, und zwar haben wir eine Osterwoche gestartet und in dieser Übersicht seht ihr jetzt alle weiteren teilnehmenden Kanäle verlinkt. Ich verlinke sie aber auf jeden Fall nochmal am Ende des Videos und auch nochmal in der Infobox. Und jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß bei meinem Video. Genussvoll. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, bald steht ja Ostern vor der Tür und zu diesem Anlass hat der Kanal Purzelcake eine Kooperation gestartet und hat mich gefragt, ob ich nicht daran teilnehmen möchte, und natürlich habe ich dann sofort zugesagt. Und zwar zeige ich euch heute ein richtig, richtig leckeres und schnell gemachtes Osterdessert. Man braucht wirklich nicht viele Zutaten und trotzdem macht es, finde ich, richtig viel her. Und ja, ich würde auch sagen, wir starten direkt mit den Zutaten. Für das leckere Osterdessert brauchen wir Quark, Sahne, Zucker, eine Zitrone, einige Physalis und ein paar Überraschungseier. Ihr könnt aber natürlich auch andere ungefüllte Schokoladeneier verwenden. Als erstes werde ich von der Zitrone etwas Schale abreiben. Und anschließend presse ich dann den Saft aus einer halben Zitrone. Als nächstes gebe ich die Sahne in eine Rührschüssel. Und die wird dann erst einmal mit dem Handrührgerät richtig steif geschlagen. In einer weiteren Schüssel gebe ich jetzt als erstes den Quark. Und dazu kommt der Zucker und der Zitronensaft. Und natürlich den Abrieb der Zitrone. Und dann wird das Ganze erst einmal miteinander glatt gerührt. Und wenn der Quark dann mit den restlichen Zutaten richtig schön glatt gerührt ist, dann kommt dann nur noch die geschlagene Sahne dazu. Und wird dann vorsichtig unter die Quarkmasse gehoben. Und damit hätten wir dann die Füllung auch schon mal vorbereitet. Und jetzt habe ich mir hier schon eins der Überraschungseier ausgepackt. Und die werde ich mir jetzt einmal in zwei Hälften teilen. Dann haben wir hier unsere Eierhälften und die werden dann einfach vorsichtig mit der Creme befüllt. Und wenn ihr die Eier dann befüllt habt, dann nehmt ihr euch eine Physalis und befreit die von ihren Blättern. Und dann setzt ihr euch die nur hier rein. Und dann sieht das Ganze aus, als ob das ein Eigelb wäre. Und dann ist das Ganze auch schon fertig. Und so sieht jetzt das fertige Ergebnis aus. Also ich finde, es ist super, super schnell gemacht und total einfach und macht eine Menge her. Und ja, ich würde mich super darüber freuen, wenn ihr das Rezept mal nachmachen würdet, vielleicht für eure Osterfeier. Und wenn ihr das getan habt, dann schreibt mir gerne in die Kommentare, wie es euch geschmeckt hat. Oder schickt mir auch super gerne Fotos auf Facebook, also darüber freue ich mich immer total. Und zwar ist meine Facebook-Seite wie immer unten in der Infobox verlinkt. Außerdem findet ihr gleich jetzt hier im Anschluss meines Videos nochmal eine Endcard, wo ihr nochmal alle Kanäle, die an dieser Kooperation teilgenommen haben, verlinkt sind. Also schaut auch unbedingt mal bei den anderen vorbei, denn die haben auch richtig tolle Rezepte. Und ja, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das natürlich an dieser Stelle sehr, sehr gerne tun. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch im nächsten Video wieder, was nämlich jetzt schon diesen Sonntag kommt.
Und zwar ist es ein weiteres Ostervideo, was halt wie gesagt jetzt schon am Sonntag kommt. Und dann hoffentlich sehen wir uns auch dann